Och, etwas stressig, aber wenn sich Frauen über Arbeit unterhalten. Ja. Ach, das war so stressig. Och, und ja. Am schlimmsten war so die Pause. Och, ich hab gedacht, die hört nie auf. Da, und stell dir vor, da kannte ich alle. Ja. Ja, den einen mit nur vom Gesicht her so. Genau. Aber die anderen, die kannte ich alle. Und als ich eine geraucht habe, ja, dann habe ich noch eine zweite geraucht. Was? Ja, weil ich noch 3 Minuten Zeit hatte. Ah, du kommst ja dann zu nichts. Nein. Und dann war die Pause immer noch nicht rum und dann durfte ich nochmal pullern gehen. Oh Gott, du Arme. Ja. Und ich musste nicht mal. Aber das wussten die anderen nicht. So. So, zack, 2 Follower. What? Geht ab hier. Grün gegen Blau, Braun. Wer wird gewinnen? Wir werden sehen. Sie vereinigen sich und erzeugen einen gemeinsamen Ton. Now. Da sind wir wieder. Ich wollte gerade da machen. Na, egal. Ja, was soll's. Du machst schon öfter mal. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, schön. Ja. Bin ausgeschlafen, hab Mittagsschlaf gemacht. Mir geht's prächtig. Ich habe immer das Gefühl, dass du so ein bisschen später inzwischen den Mittagsschlaf machst. Ne? Hast du so viel zu tun? Ja. Also so wie die Mädels. Ich mache ja nicht Mimimi-Pause. Ne? Was? Ich mache weniger Pause, deswegen bin ich eher fertig. Ah ja. Beantwortet zwar meine Frage nicht im geringsten, aber ja, schön. Schön, das freut mich. Ich mache den Timer mal um. Oh, das ist toll, dass du das sagst. Ja. Das ist, ich finde es auch gut. So, wie geht's dir denn? Klasse. Also wirklich bombenmäßig klasse. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Was ist denn? Ich sag doch nur, wie es ist. Ja. Ich hatte auch in dieser Woche, jetzt hat's geknackt hier, bisher nur einmal Homeoffice. Nein. Ja, das ist richtig anstrengend. Das Homeoffice oder dass du es nicht mehr so oft kannst? Na, es macht tatsächlich auch Spaß, mal Leute wieder zu Homeoffice sehen. Homeoffice. Ach so. Das auch, ja. Ich mache mittlerweile so wenig Homeoffice, ich freue mich schon immer wieder drauf. Du hattest aber Flachwitze, die habe ich ja, aber du hattest mal einen Fehl der Woche. Sogar 2, glaube ich. Ne? Ich habe so ein bisschen vergessen, was, aber das eine... Bahn. Bahn? Ich soll dir irgendwas von Bahn. Die Bahn. Die Bahn? Die Bahn. Ja, die Huschebahn meinst du? Ja, du hast es mir doch gesagt. Ich habe die WhatsApp doch noch da. Erinnere mich bitte an die Bahn. An die Bahn. Ja. Und irgendwas war noch. Ja, die Bahn. Ach, das eine war die Bahn. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe ein Ticket. Ich war wirklich so leichtsinnig und habe im Februar für meine Uschi und mich ein Zugticket gekauft für Juli. Aber ich wollte rechtzeitig sein. Man hatte so eine Spartickets. Kennst du das, Spartickets? Nein. Je früher du buchst, desto günstiger wird's. Ach, du bist echt so ein kleiner Cent-Fuchser, ne? Aber weißt du was, das sind nicht nur Cent, das sind wirklich ganz viele Euros. Das ist mehr als das Dreifache, was du bezahlst, wenn an dem Tag kaufst. Wo wolltet ihr denn hin? Wir wollen noch diese Fahrradtour machen, meine kleine Uschi und ich. Ja. Und da müssen wir natürlich mit dem Fahrrad da hinkommen, Wittenberge. Ah, okay. Und da fährt ein ICE direkt von Neumünster hier, zack, nach Wittenberg, geil. So. Und wie kommt ihr nach Neumünster? Mit dem Fahrrad. Ja, genau, Fahrrad in ICE rein, ICE nach Wittenberge, da aussteigen, los geht's. Und eine Muschi. Eine Muschi. Und haben das im Februar gebucht, überleg mal. Und jetzt bekomme ich Anfang Mai eine Mail von denen. Ihre Reise kann leider nicht wie geplant stattfinden. Der ICE wurde gestrichen. Suchen Sie sich bitte eine Alternative. Nee, es gibt aber keine Alternative. Die Alternativen sind entweder einen Tag vorher anreisen oder einen Zug später nehmen, der mit 5-mal umsteigen ist, wo du 5-mal umsteigen bei der Bahn klappt nie. Niemals im Leben. Sprich, du bist irgendwann abends in Wittenberg. Wir wollten aber noch den Tag durchradeln. So. Keine Alternative, also haben wir gesagt, Gott, wir möchten gerne das Geld zurück. Ja. Wir fahren von woanders, Bad Klein oder was weiß ich. Gesagt, getan. Ich rufe bei der Deutschen Bahn an und sage, ich möchte gerne. Aber bevor ich das sagen konnte, hing ich ungefähr 1,5 Stunden in der Warteschleife. Boah. 1,5 Stunden. Nein. Mhm. Lass mich raten, du hast das Handy nebenbei irgendwo liegen gehabt und hast was anderes gemacht. Ja. Genau, also Bier getrunken. Was anderes gemacht? Einen Schnaps getrunken. Was anderes gemacht? Naja, gekifft. Das hast du nicht.
Jedenfalls, anderthalb Stunden später kam dann jemand und hat sich erbarmt, mich. Und da hast du vergessen, was du sagen wolltest. So, genau. Genau, ich scheiße auf ihr Brot. Nee, aber tatsächlich habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Und sie sagt mir, ich kann Ihnen aber nicht helfen. Sie müssen eine Mail verfassen an fahrkartenzustellung@bahn.de, frag mich nicht, und müssen ihr Anliegen genau beschreiben. Und dann bekommen sie eine Antwort, dann kümmert sich jemand um sie. Das ist ja schön, alles klar. Mach ich. Dafür habe ich jetzt anderthalb Stunden in der Warteschlange aufgelegt. Ja. Ich die Mail verfasst am gleichen Abend noch. Hier. Hab aber tatsächlich. Ich schließe ein Jahresabo ab. Bahncard 100. Nein, aber wirklich, dann habe ich die verfasst und ich habe keine Antwort bekommen. Und zwei Wochen später habe ich dann diese. Kennst du diese automatischen Mail-Antworten? Ihre Mail ist bei uns eingegangen. Zwei Wochen später. Mhm. Bitte antworten Sie nicht auf diese Mail, weil es automatisch gilt. Zwei Wochen später. Das ist die Bahn. Das macht doch ein Computer. Das kann doch gar nicht so lange dauern. Egal. Egal. Fakt ist jedenfalls, dass ich nach einem Monat, und das war jetzt vor zwei Wochen, unruhig. Warte mal, du verwirrst mich. Das war vor einem Monat, also vor zwei Wochen. Na, einen Monat später. Ja, ja. Hab ich verstanden. Im Mai habe ich zum ersten Mal da angerufen. Ja. Einen Monat später. Also vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Hm? Habe ich ungefähr, nicht ungefähr, habe ich sehr, wurde ich sehr, sehr nervös, weil ich wollte ja mein Geld wieder haben. Das sind 120 Tacken. Ach so, und die waren immer noch nicht da. Immer noch nicht da. Hab da angerufen, anderthalb Stunden in der Warteschlange. Hab dann dem Herrn, der sich erbarmt hat, gesagt, so, was ist denn jetzt? Ich hörte ihn nur lachen. Wie lange ist das her? Ein Monat? Packen Sie mal noch 11 zu. Ja, so nach dem Motto. Echt? Wir brauchen mindestens 3 Monate für solche Anfragen. Ich sag, 3 Monate, da ist meine Reise vorbei. Ja, das, ich bitte Sie. Ja, aufgelegt. Ja. Jetzt, vorgestern, ja, kam eine Mail von der Deutschen Bahn. Der Zug fährt doch. Das wäre geil gewesen. Nein, es kam die Mail. Es tut uns leid. Vielen Dank für Ihre Anfrage, aber Sie können das Geld gar nicht im Vorhinein sich wiederholen. Ihre Reise muss erst beginnen und dann können Sie die Fahrgastrechte geltend machen. Mhm. Weißt du, woran mich das erinnert? Na? Beschwerde. Mhm. Du kannst dich beschweren, du musst aber diese Tätigkeit, die du nicht machen möchtest, erst getan haben und kannst dich dann, hast dann ein Anrecht darauf, dich zu beschweren. Genau so beim Arbeitgeber. Genau so ist es. Na, du sollst die Tätigkeit machen, die dir nicht passt, irgendwo zusätzlich arbeiten gehen, länger arbeiten, was passt dir nicht, aber du musst es erst machen, damit du dich dagegen beschweren kannst. Ja. Ja. Das ist zum Kotzen. So, das heißt, ich weiß gar nicht genau, kriege ich jetzt das Geld wieder oder nicht? Das weiß ich ja nicht. Weißt du? Besser? Ja. Na, ich habe ein zweites Ticket gekauft von der Kleinen, hat 25 Euro gekostet. Du hast es ja. Natürlich. Und das andere Geld ist dir ja sicher. Das kriegst du ja wieder. Ist natürlich ja bei der Deutschen Bahn. Natürlich. Gut angelegt. Ja. Die horten das. Lassen die das noch arbeiten. Die horten das. Horten, hörten, hu. 3 Monate, ey. Das ist wie. Das ist zum Kotzen, ey. Ganz vergessen. Aber wehe dem, du musst mal eine Rechnung zahlen und dann. Oh, warten Sie, entschuldigen Sie bitte. Ach, da müssen Sie 3 Monate warten. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja, das ist ein Ding, ne? Naja. Und hab ich. Das zweite weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Nee. Das war der erste Hinweis. Da habe ich so bei mir gedacht, Alter, wenn du dir das schon nicht merken kannst, dann warum sagst du ausgerechnet mir das? Ja. Ich müsste jetzt scrollen. Und da das wahrscheinlich sogar eine Sprachnachricht war, würde ich es nicht finden. Es ist auch unwichtig. Ja, du weißt es ja nicht, also kannst ja nicht wichtig gewesen sein. Ich guck mir, weißt du was, ich höre mir die Sprachnachrichten nachher nochmal an und mache das in der nächsten Woche, als wäre es frisch passiert. Das ist doch gut. Dann fakest du ja. Ja, ja. Geil. Das ist wie mit unserem Feuer hier. Das ist nur gefaked. Wer ist auf diese Idee gekommen, dass wir das 24/7, nee, Quatsch, stimmt ja nicht, 24 Monate, na Quatsch, 12 nee, 24 Monate. Alter, warte mal, ich trinke mal noch einen Schluck. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Dann rutscht das alles so, ne? Mhm. Mhm. Ja. Alter, Luft holen. Hast du eine Fehlerwoche für mich? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, geh. Ja. Dann frage ich mich, wenn wir mit unseren Rubriken weitermachen, möchtest du gerne deine oder soll ich? Nein, dann erleichtere mal deinen kleinen Popo. Danke, deswegen frage ich dich dringend. Vor diesem Holzbrett-Ding, was soll unter das? Ja. Ich habe mich da vorhin beim Check, hast du das mitgekriegt? Das habe ich gesehen, ja. Alter, ich habe wirklich überhaupt nicht dran gedacht. Oh, scheiße. Setz mich auf das klemmt fest, ich muss einmal rausdrücken. Oh, oh. Was? Oh. Jetzt ist es draußen. Es ist geboren, ein Büchlein. Ich kann nichts lesen, alles braun.
Paderborn. Ja. Eine wunderschöne Scheißstadt. Nein, manche wohnen da und finden es bestimmt auch schön, aber im Kreis Paderborn, das ist so ein, ne, so ein Landkreis, wurden logischerweise Fahrplanmasten an Bushaltestellen aufgebaut. Du kennst diese Fahrplanmasten, ja, ne, diese Dinger, die da draußen stehen, da hängen immer die Fahrpläne dran mit dem H oben. Ja. Genau. Die viereckigen, wo der Fahrplan draufsteht, wo meistens niemand durchsieht. Ja, richtig. Und diese Fahrplanmasten haben insgesamt diese Erneuerung im Dezember 2020 haben genau gekostet 220.000 Euro. Wir haben ziemlich viele ausgetauscht. Okay. Olli! War das dein Vater? The Vater! Okay. So. Jedenfalls haben sie irgendwann festgestellt, bevor die richtig in Betrieb genommen wurden, ja, dass diese Fahrplanmasten nicht korrekt sind, weil sie sind viereckig und nicht rund. Normalerweise siehst du an Verkehrsstellen, das sind alles runde, wurde, ne? So. Ja, weil man sich wohl nicht verletzen sollte. Richtig, das haben sie dann auch festgestellt, weil sie es natürlich vorher nicht wussten. Ja. Das ist ja das erste Mal, dass man sowas aufstellt. Ja, ja. Dass diese viereckigen Masten sich beim Aufprall eines PKWs nicht verbiegen. Ja. Die runden schon. Somit haben sie alle Masten dann wieder abgebaut und durch runde Masten. Aber ist das nicht ersetzt, nur eine Frage der Geschwindigkeit und es verbiegt sich auch so ein eckiges? Ja. Alter, ich glaube, ich brauche ein Kreuzkissen, ne? Oder habe ich... Nee, kann sein. Ich gebe dir diesmal eins. Das ist in Ordnung. Oh, diesmal und eine Liege am besten. Es hat nochmal 220.000 Euro gekostet. Also war völlig egal, ob jetzt die viereckigen waren beide gleich teuer. War also insgesamt doppelt so teuer. Finde ich eine geile Sache. Ich frage mich immer, wer bezahlt denn das? Na... Die Leute, die das bestellen. Ja, na klar. Stimmt. Das werden ja keine anderen Leute bezahlen. Nein. Die haben das ja auch nicht bestellt. Nein, nein, die müssen ja auch vorher wissen, was sie tun. Na ja, natürlich. Ja. Und ich glaube, die ärgern sich schon ein bisschen, aber die haben es ja. Natürlich. Ich würde mir doch gar keine Gedanken drüber machen. Lass sie mal weitermachen. Ja. Die sind da schon am richtigen Fleck. Und man kann es ja als Erfahrung abbuchen. So, das, ja. Das ist... Ich habe nicht. Ich gebe auch meine Millionen aus. Genau. Die der Steuerzahler zahlt. Und dann sage ich, oh Mensch, ja, habe ich nicht gewusst. Ja. Was soll's? Komm. Ach, mein jetzt Gott. Weiß ich's besser. Beim nächsten Mal mache ich's anders. Ja, dann nehme ich 2 Millionen. Unfassbar, oder? Es ist unfassbar. Ja. Weißt du, was anfassbar ist? Na, erzähl. Lachwitze. Down. Da, da, da. Au, 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 au. So. Wie nennt man die Tochter eines Winzers? Was ein Winzer ist? Weißt du? Ja, der mit den Weinreben. Ich wusste gar nicht, dass Günter Jauch zum Beispiel der erfolgreichste Winzer Deutschlands ist. Nee, der erfolgreichste wusste ich auch nicht. Hm? Ich dachte nur der reichste. Aber der erfolgreichste, das war mir auch nicht klar. Weiß ich nicht. Wie nennt man die Tochter eines Winzers? Winzertochter. Hm? Weinbergschnecke. Oh, geiles Ding, du. Und die Schwulen vertreiben die, ne? Den hatten wir ja schon. Ist ja okay, nur 1:1 zusammen, aber ja, okay, stimmt. Alles klar. Ach so, ja, genau. Den kennst du ja schon, den haben wir ja schon. Da mussten wir ein bisschen mogeln. Chuck Norris kennt den Nachnamen von Rumpelstilzchen. Aber Moment, mogeln? Nee, das sagen wir jetzt nicht. Nein. Den... Finde ich eigentlich unspektakulär. Ich muss aber jedes Mal drüber lachen, weil ich es witzig finde. Neulich bei IKEA. Vater fragt den Verkäufer aufgebracht: Darf ich bitte Ihr Mikrofon nutzen? Mein Sohn ist nicht mehr da. Ja, natürlich. Tschüss, Kevin. Der ist geil. Ey, die Kevin-Witze sind auch sowas von geil. Die Story dahinter, das musst du dir wirklich machen. Darf ich bitte? Mein Sohn ist nicht mehr da. Und also, ja, natürlich. Ja. Tschüss, Kevin. Oh, ist das bescheuert. Oh, Gott. Oh, nee. Er denkt sich so eine Scheiße aus. In einer Ausbildung. Was ist die Königsdisziplin von Ninjas? Eine Ausbildung? Man sieht mich nicht, ne? Nee. In einer Ausbildung? Ja. Was ist die Königsdisziplin von Ninjas? Weiß ich nicht.
anschleichen in Flipflops. Ist das bescheuert? Alter Schwede, ist das doof. Nee. So, das war's. Was? Was? Nein, bitte nicht. Was machst du denn da hinten in der Ecke? Ich schreibe das jetzt auf. Ein DJ wird Vater. Wie nennt er seinen neugeborenen Sohn? Olli. Weiß ich nicht. Erik. Was? Erik? Erik? Oh nein. Oh Gott, und ich lache auch noch. Rick? Rick? Aber das ist ja schon so bescheuert. Wer kommt auf so einen Müll? Ich nicht. Das ist alles nur geklaut. Eyo, eyo. Das ist alles gar nicht meins. Eyo. Was macht ein Penis auf dem Thron? Weißt du was? In dem Moment, wo ich mir das vorstelle, ist es schon wahnsinnig eklig. Nein, das ist eindeutend. Er regiert. Alter Schwede. Er regiert. Oh. Ist das geil. So ein... Da muss doch irgendjemand mal gesehen haben, dass regiert in dem Wort erregiert steckt. Nein. Steckt vor allen Dingen. Oh Scheiße. Gott, jetzt! Oh, so, einer wieder? Ja? Das ist der Burner übrigens. Der Burner. Chuck Norris kann mit einem Brötchen telefonieren, obwohl es belegt ist. Oh Gott. Ach, herrlich. Du, mit deinen Chuck Norris-Witzen gehst du ja richtig ab inzwischen. Jetzt ne? Momentan, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ist richtig geil, Alter. Ich glaube, wir werden irgendwann berühmt mit Olli-Witzen. Mit Olli-Witzen? Ja. Aber was ich damit meine, ist, wir erzählen nur Witze, die Olli sich ausgedacht hat. Ach so. Ne? Also bisher alle. Ja. Olli? Das ja war gesagt. Ein Ja. Vielen Dank dafür. Prost. Geiles Ding. Ich fand's war wieder schön heute. Ja, muss ich auch sagen. Ein bisschen unrassistisch. Es hätte mal wieder ein bisschen Pfeffer sein können. Rassistisch. Richtig? Ich finde, die Einschaltquoten sind nicht so hoch, seitdem wir sie weggelassen ja, haben. Ja, deswegen machen wir nächstes Mal 8 schwarzen Witze, oder? Na, das machen wir nicht. Nein, natürlich. Natürlich nicht. Nein, 9. Uns ist das nicht so wichtig, dass wir so hohe richtig. Zahlen. Nee, wir sind darauf nicht angewiesen. Das ist das Schöne. Warum guckst du denn jetzt so komisch? Ach, Leute. So, ich würde sagen, es war eine schöne Runde. Ja. Ne? Machst du noch ein Kiesewetter? Ja. Erzähl, was? Fang du an. Jetzt warte ich mal drauf. Nee. Jetzt fang du mal an, komm. Nee. Ich möchte jetzt mal gerne, immer ich. Also pass auf. Ich bin ja zwar älter, aber ja, ich muss nicht ja immer gar anfangen. Nicht. Also pass auf, hör auf. Hör auf. Es ist ja nicht aufgesetzt, was ich jetzt mache. Es fiel mir wirklich jetzt eben spontan ein. Ja, ne? Erzähl. Pass auf. Ja. Jedes Mal, wenn ich dich so sehe, mal abgesehen, dass ich wahnsinnig doll lachen muss, ja, ist bei mir im Kopf stellt sich immer die Frage, was hätte der Kerl anders oder besser machen können, damit es nicht so endet wie jetzt. Dann hättest du wohl in die Vergangenheit reisen müssen. Oh, oder? Ich frage mich immer, ja, wenn ich dich vor 30 Jahren kennengelernt hätte oder ich wüsste, dass ich dich irgendwann mal kennenlernen würde vor 30 Jahren, ja, würde ich das nochmal wollen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Siehst du. Ja. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber ich glaube ganz einfach, dass ich es genau wie sonst laufen lassen würde und das wären Selbstläufer geworden. Das denke ich immer bei diesen, also das denke ich wirklich jetzt, wo du das gerade sagst. Du, was machst du? Ja, kennst du die Waschbecken, wo Laufen draufsteht? Von der Firma Laufen, ja? Da steht bei manchen Laufen nicht. Und ich denke immer, lass laufen. Und ich bin wirklich versucht, den Wasserhahn einfach aufzulassen. Wie kann man so eine Firma so einen Scheiß produzieren lassen? Ja, ist doch wie Gora. War das nicht irgendwie so Rohrwasser-Scheiße? Tralala? Ja, genau. Gab's da auch so ganz. Oh Gott, das wäre ja auch mal, ne? Die unmöglichsten Firmennamen. Ja, das nehmen wir als nächstes. Aber ich möchte jetzt ganz gerne trotzdem wissen, was du jetzt damit meintest. Naja, stell dir mal vor, du hast eine Vorstellung. Ja. Und du wärst jetzt
18 bis 25. Mit dem Wissen von heute. Ja. Also wie 18 bis 25. Du meinst jetzt nicht das Verhalten von heute, sondern das Wissen von heute. Und? Da habe ich mich gefragt, ja. Ich weiß, dass wir das schon mal in irgendeiner Folge hatten, dass wir das mal so angeschnitten haben. Ja. Wenn man so verschiedene Rubriken anschneidet, ob du die gleiche Wahl treffen würdest, wie es halt zufällig gelaufen ist. Also wir fangen doch mal ganz simpel an, das, ja, was ja sowieso immer alle denken und das, was wir dann ganz schnell auch abhaken können, weil es das erste Ding ist, Frauen. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist ja das, was als erstes nahe liegt, aber ich finde das, also wenn man nur darüber erzählt, ist es langweilig. Also lass uns das Thema. Genau, lass uns das beantworten. Ne? Genau. Ich würde versuchen, mich von Frauen fernzuhalten. Du hättest mich gleich gesucht. Ja. Komm, wir waren zu dem Alter gar nicht mal so weit auseinander. Was denn? Also jetzt sind wir ja sowieso bloß ein halbes Jahr, aber... Ist das kilometermäßig, oder? Ja. Na, wo warst du mit 18 bis 25? Im Osten. Hm, ja. Hm, ich auch. Natürlich dienstlich jetzt nicht. Aber. Na ja, klar. Nee, aber um mal jetzt... Da muss man ja ganz weit zurückrudern und seine, also es geht ja nicht nur um Freundin, so, ob man die, nachdem das auseinandergegangen ist, dann trotzdem gewählt hätte, ja, sondern auch, was man so getrieben hat, im Sinne von Trieb. Treiben? Also zumindest steckt das Wort da drin, ne? Also ich war mit 18 zum Beispiel noch richtig grün in den Ohren. Ja, ich schwarz, weil ich... Hast du das... Alter, das hättet ihr jetzt gerade mal sehen müssen. Naja. Das war jetzt ernst. Ich hab gerade die Hosen runtergelassen. Oh. Und du wertest das so ab wie. Naja. Was soll ich denn dazu sagen? Tö. Ging mir doch genauso. Aber das ist egal, weil wenn du das Wissen von heute hättest, wäre das definitiv nicht so. Dann würdest du. Also, weißt du, es liegt ja nahe, dass man antwortet mit: Ich würde komplett durchdrehen. Die hätten alle keine Chance gehabt. Nee, ich glaube, es gibt welche, die würden sagen, ich mache dann alles richtig. Ach so, meinst du das? Also gleich die Richtige finden, oder was? Oder nee. Also wir sind ja erst bei Frauen. Ja, ja. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel damals mit dem Wissen von heute, hätte ich gewusst, dass Scheiße bauen nichts bringt. Naja. Und man weiß ja nicht, wie weit, wie lange das gegangen wäre, wenn du halt, oder woran es dann gescheitert wäre. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Aber weißt du, was ich, meine Erfahrung ist? Also wenn du wirklich 18 bist. Und selbst na, 18 bis 25, mit 18 muss ich sagen. Das ist schwierig, aber selbst mit 20 oder 22, ja, sage ich mal, findest du nicht unbedingt die Frau deines Lebens. Nicht unbedingt. Das, ja. So, und das ist immer die Frage. Es kommt drauf an. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay. In meinem Fall war es ja so, dass ich mit meiner damaligen Freundin schon 7 Jahre zusammen war. Mhm. Wir eine Wochenendbeziehung schon weg hatten und dann zusammengezogen sind und da auch schon 2-3 Jahre zusammen gewohnt haben. Und der eindeutige Fehler war damals bei mir, Bundeswehr, tralala, hast du nicht gesehen, blauäugig, grün hinter den Ohren, nicht mehr so wirklich, aber Hörner abstoßen. Und die Konsequenzen daraus nicht zu erkennen. Aber da hast du ja den Vorteil, wenn du die Erfahrung von heute hast, dass du das dann nicht mehr brauchst. Das meine ich ja. Die Scheiße einfach dann mal sein zu lassen, weil es nichts bringt. Aber wenn und ob man dann mit dieser Frau mal jetzt weisheitstechnisch wieder, Fazit wäre jetzt, es ist so, wie es jetzt ist, alles toll, alles schön, ich wäre sonst nicht hier. Ja, das bla, ist ja klar. Bla, 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 bla. Ich falle dir ungern ins Wort, aber dann weißt du doch nicht unbedingt, was ich meinte. Weil ach so. Genau das ist ja das, was ich... Du hast ja vollkommen recht, so, dass es nichts bringt, bliblablub. Trotzdem ist es so, du reist zurück in die Vergangenheit und bist von 18 bis du 25 bist in der Vergangenheit. Dann ist es doch Quatsch, mit 18, wo du ja ankommst mit deinem Zeitmobil, zu sagen, jetzt... Genau, wenn ich 18 bin, suche ich mir die Richtige und die bleibt die Frau meines Lebens, nein, weil ich so eine Scheiße nicht mehr baue. Weil die Frauen dann ja gar nicht bei dir bleiben, die wollen doch auch noch was erleben. Also, das meine ich ja, damit. Ja, also das passt ja nicht zusammen. Nein, also in meinem Fall wäre es ja jetzt so gewesen, dass man das so weiterlaufen lassen hätte, wie es gelaufen ist, aber man hätte einige Sachen vielleicht von sich aus
persönlich weggelassen. Ja. Den Trieb des, keine Ahnung, Überlebens. Der Fortpflanzung, des hirnlosen, keine Ahnung, Weitervermehrens. weil einem doch klar ist, dass das eigentlich nur nach hinten losgehen kann. So. Weißt du? Wer ist das? Ach, wie soll ich das sagen? Ich sag, es ist ja dieses Thema. Ist ja bla bla. Ja, ja, es ist ja bla bla. Also, nichtsdestotrotz finde ich das komplett naheliegend. Ja, da als erstes dran zu denken. Ja. Und ich glaube, am Ende ist es mit allen anderen Sachen, die wir gleich besprechen, wahrscheinlich nicht so. Aber was Frauen oder Beziehungen angeht, ist es tatsächlich so, ja, das ist Schwachsinn. Du bist gleichaltrig trotzdem wie die Weiber und genau, tickst genauso. Ich wollte jetzt auch noch mal was dazu sagen. Du hast ja immer die rechte Schulter, die linke Schulter. Wie hat dann immer einer gesagt? Der Engel und der Teufel. Ja, ja. Und auch dieses damals die Hörner abstoßen und so weiter und so fort, hat ja was gebracht. So, das hat ja auch einen positiven Sinn. So, und der Spaß, wenn ich alleine nur den Spaß sehe, ist das natürlich etwas, wo du auch zurückguckst und sagst, ja, aber wenn du das nicht gehabt hättest. Nee, und wenn du da nicht in die Scheiße gefallen wärst. Genau. Dann wärst du auch nicht so, wie du jetzt bist. Ich bin heute so reif, ne? Ich bin heute so reif und erfahren. Ich hab so viel Lebensweisheit, ne? Gesagt. Meine Fresse. Noch irgendwas? Nee. Ja, tschüss. Nein, hätte sein können, dass du sagst, mein Gott, wenn wir bei dem Thema sind, dann willst du auch mal was so ist richtig... Was ist denn mit Beruf? Berufswahl. Oh, Beruf ist... Oh, würdest das du ist heute... ein schweres Thema, finde ich. Ich habe nämlich... Sehr, sehr schwer. Wenn ich ganz kurz mal was dazu sagen wollte, weil das heute so ein bisschen im Radio auch Thema war, wo eine etwas reifere Frau im Radio gefragt hat, ob sie sich nochmal neu orientieren könnte, kann, ja, was so die Community davon hält. Und ja, dann ja, haben die ein Thema draus gemacht im Radio, ne? Und dann haben die ganzen Zuhörer da dann Mails hingeschrieben. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du das genauso machen oder würdest du wieder wenn du zurückgehen könntest, mit dem Wissen von heute sagen, ich schlage eine andere Richtung ein, ich mache alles anders. Es ist ein schweres Thema. Es ist aber das zweite naheliegendste, dass du, also, es ja, ist ja so, mir geht es ja mit meinem Beruf sehr gut. Ich habe Spaß mit meinem Beruf. Ich habe ein unglaublich geiles Kollegium. Und es kennst du die noch bei deinem Homeoffice? Ja, genau. Jetzt inzwischen wieder, weil ich immer wieder da war. Nein, und ich verdiene gutes Geld. Ja. Aber ja, manchmal hat man ja so ein bisschen die Idee davon, ja, zu sagen, alter Schwede, ich lebe nur einmal, ich mache das ganze Leben nichts anderes als diese Scheiße, die ich tagtäglich mache. Langweilig. Ja, ist so. Du könntest eigentlich viel mehr aus deinem Leben machen, was Beruf angeht. Ja. So. Das Erste, was mir immer wieder einfällt, ist Hausmeister. So Hausmeister, die gute Seele der Schule. So Hausmeister in der Schule. Das wäre geil. Meinst du das jetzt wirklich ernst? Ich meine das wirklich ernst. Oder ist das so auf dem Hausmeister? Der Hausmeister-Beruf an sich ist ja auch total beliebt. Die werden ja teilweise vererbt, die Dinger. Ja, weil die ist wie Müllfahrer. Ja, also die werden gut bezahlt. Wenn du nicht zwei linke Hände hast, kriegst du alles hin, so. Und es macht Spaß, abwechslungsreich wie Sau. Und es ist wirklich so, dass du mehr oder weniger die gute Seele bist. Hm. Das ist so das Naheliegendste. Oder der letzte Arsch. Oder der letzte Arsch, wenn du es nicht kannst. Aber vom der alles, alles kaputt, ja, kaputt gemacht wieder heil machen muss. Ja, 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 genau. Aber trotzdem, das kann ja wirklich Spaß machen. Das ist das eine. Aber ansonsten, weißt du, jeder Beruf ist doch irgendwann eintönig, oder? Außer du bist vom Beruf Stuntman oder sowas. Ist auch eintönig. Du kriegst nur auf die Fresse, du ja, stürzt nur, du fällst nur. Du musst halt nur wissen, wie du fällst, ne? Ja. Weil ich selbst, also würde ich diese Frage so beantworten, wenn ich jetzt mit meiner Erfahrung zurückreise und dann einen Beruf anfange und dann nicht mehr so schüchtern oder grün hinter den Ohren bin, wie damals mit 18. Selbst dann, sag ich mal, du wirst Fernsehmoderator. Ganz krasses Beispiel. Ja. Weil du brauchst ja dafür Selbstbewusstsein, vor der Kamera zu stehen, vor Leuten zu stehen. Das ist so, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen wollen würde. Wenn ich das aber könnte, bringt das auf Dauer dein ganzes Leben so viel Abwechslung, dass du sagst, ich kann mir nichts anderes vorstellen? Das ist die Erfahrung, die ich mitnehmen würde. Mhm.
Oder sagt man sich, jetzt wechsle ich alle 2 Jahre den Beruf. Komplett. Also ich drehe mich wirklich jedes Mal nach links. Das wird aber anstrengend, glaube ich. Die Idee hatte ich auch schon mal. Viele reisen ja umher, bis zum geht nicht mehr. Dahin, dahin, dahin und hören gar nicht auf. Ja. Ne? Und machen immer wieder was Neues. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich glaube, es kommt auch da, Punkt X, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, vielleicht willst du deine Familie gründen. Das funktioniert ja nicht mehr. Richtig. Und was machst du dann? Dann kannst du natürlich zurückgucken und sagen, ich habe genug. Ich habe die Welt bereist, bis zum geht nicht mehr. Jetzt, Schicht im Schacht. Das kann natürlich bei Berufswechsel auch sein. Nur, ich glaube, wenn du den Beruf ständig wechselst, kannst du es in dem Beruf ja zu nichts bringen. Ja, genau. So. Du fängst ja erstmal an, dich einzuarbeiten, zu lernen. Genau. Und dann sind die 2 Jahre ruckzuck rum. So. Also branchentechnisch könnte ich mir jetzt auch keinen Neuanfang vorstellen, weil das, was ich zum Beispiel machen wollen würde, dazu bin ich schon zu alt. Mhm. Gar nicht mal körperlich zu alt, sondern auch um diese finanzielle Absicherung zu sehen. Das ist so, als wenn ich mir heute ein Haus nochmal kaufen wollen würde, finanzieren würde, das würde ich ja eigentlich gar nicht mehr finanziert bekommen, weil die Sicherheit für die Bank gar nicht mehr da ist. Ja, aber jetzt reist du zurück und sagst, du wirst nicht, klar, du bist zur Bundeswehr gegangen und danach bist du eigentlich in die Logistikbranche gleich gewechselt, ne? Ja. So, würdest du irgendwas anders machen, damit du sagst, damit du heute doppelt so viel verdienst? Damit du dir ein Haus kaufen kannst. Es würde einiges anders laufen. Ich hätte mir damals im Osten das Haus zum Beispiel nie gekauft. Hm. Unter den Umständen, die ich ja hier jetzt nicht erzähle, aber du weißt die ja. Ja. So wäre ich zum Beispiel schon gar nicht mal in die Bredouille gekommen, da locker erstmal 10 Jahre zu brauchen, um da wieder rauszukommen aus der Kacke. Ja. So, also hättest du da ja schon das Potenzial gehabt. Aber das ist ja dann auch wieder so ein Rattenschwanz, der mit sich zieht. Hätte ich mir die Hörner nicht abgestoßen, hätte ich dieses Haus behalten können, weil wir zu zweit gewesen wären und bla. Ja. Aber dann war ja die nächste Fallgrube, Bundeswehr hörte auf, weil halt Berufssoldat im Osten, Bundeswehr wurde verkleinert. Naja. Tja, zu dem Zeitpunkt. Also Beförderungsstopp, also kein Berufssoldat. Hm. Zack. Weil das wäre nämlich der Punkt gewesen, den ich eventuell verändert hätte, wenn ich zurückgereist wäre. Ich bin auf das, was ich beruflich geworden bin bis heute, stolz. Ja. Weil ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben einen einzigen Monat arbeitslos und den habe ich mich nur gemeldet, weil man das ja muss. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon, wo ich mich gemeldet habe, schon den nächsten Job. Also ich hatte diesen Vertrag schon unterschrieben, aber ich hatte halt einen Monat Luft. Und deswegen hatte ich mich da einmal arbeitslos gemeldet. Aber ansonsten war das eigentlich alles reibungslos. Ja. Das Einzige, was ich mich frage, ist, was wäre gewesen, wenn ich zum Beispiel zu Bundeswehrzeiten früher, damals, im Westen geblieben wäre. Mhm. Weil mich versetzen zu lassen in den Osten und somit meine Karriere zeitlich zu begrenzen, da war ich blauäugig so ein bisschen, weil ich andere Ziele vor Augen hatte. Denn Hatte das wirklich was mit Ost-West zu tun oder war das einfach nur die Das ist die, das war der Dienstposten, den ich bestritten habe. Ich war ja, ich habe ja in Lüneburg damals angefangen und habe da Transport und Offizier gemacht und bin dann als Grundausbildungseinheit, damals war die Grundausbildung noch 3 Monate und da war ich Ausbilder 3 Jahre. Ja, genau, das und hast du ja letztes Mal erzählt. Und die Kaserne, genau, die wurde geschlossen damals und alle sind nach Neumünster versetzt worden und das war die Zeit, wo man zu mir gesagt hat, wenn du in Neumünster bleibst, wirst du Berufssoldat. Das ist das Amen in der Kirche. Und ich habe aber die Chance genutzt, weil privat damals hieß es, wollen wir nicht zusammenziehen? Komm, wir nehmen uns eine Wohnung, wir ziehen zusammen und allem drum und dran. Und habe mich dann in den Osten versetzen lassen. Ja, ja. Und da hieß es, ich kann als, als Ausbilder und so weiter da drüben nicht. Ich muss die Gattung wechseln und bin dann zu den Grenadieren in die Logistik. Okay. Und da habe ich dann den Logistikleiter ja gelernt. Okay, was aber für dich bedeuten jetzt würde, dass du, weil für mich klingt das so wie, das ist blauäugig gewesen. Nein. Oder du kannst das nicht, konntest es gar nicht voraussehen. Weil am Ende ist genau, das, worauf ich hinaus will, ist, dass du, ja egal, ob du jetzt zurückreist und sagst, ich gehe genau den Weg, aber ich lasse mich dann nicht in den Osten, ist zufällig, dass es im Osten ist, aber es hätte ja auch im Westen sein können, dass da irgendwas zugemacht wird, versetzen. Das kannst du ja nicht voraussehen. Priorität hatte damals das Zusammenziehen, um da mal ein Stück weiterzukommen oder einen Schritt weiterzukommen. Und jetzt muss ich dazu sagen, ob das jetzt eine Art Verteidigung ist, vielleicht verstehst du das. Ich war damals 6 Jahre verpflichtet. Mhm. Und mit dieser Versetzung darüber habe ich auf 6 Jahre verlängert. Ja.
Ich konnte also 6 Jahre lang in Zukunft Sicherheit blicken. Und was danach ist, war mir erstmal wurscht. Ich habe den neuen Vertrag unterschrieben auf Soldat auf Zeit 12 Jahre, hatte 6 Jahre voraus und wusste, ich werde Feldwebel, wenn ich alle Lehrgänge und so weiter bestehe. Mhm. Und was dann kommt, kann ich mir in 3-4 Jahren immer noch überlegen. Mhm. Aber ich bin erstmal 6 Jahre safe und dann müssen wir gucken. So, und dann habe ich den Mattgruppenführer, den Lagerlogistikleiter halt gemacht und bin in diese Rubrik reingerutscht. Und da hat man mir dann erklärt, dass es da nur einen Weg gibt. Und wenn auf diesem Posten, wenn meine Zeit endet als Normalo und die Stufe, die ich erklimmen kann danach, um dann Berufssoldat zu werden, diesen Posten besitzt nur einer. Der S4, sagen jetzt die Fachtypen. Und wenn der da aber sitzt, der Berufssoldat ja ist und noch nicht in Rente geht, wenn ich diese Sprungschanze hätte, ja, bleibt er da. Und meine Zeit läuft dann ab. Ja, geil. So. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Bock, mich nochmal neu zu orientieren. Das war aber einfach so. Ergo, du würdest das dann eher so. Ich wäre im Westen geblieben. Das meine ich damit. Du hättest entschieden, nicht zusammenzuziehen. Ja, oder auf andere Wege, noch ein bisschen zu warten oder ja, keine Ahnung, andere Wege zu finden. Aber es war halt damals so, du hast halt gewusst, ey, 6 Jahre, wo kriegst du einen Vertrag? Das ist doch wie mit dem Autoverkauf. Du bist als Zeitsoldat hingegangen, hattest bloß 4 Jahre. Und hast gesagt, von wegen, ich will ein Auto kaufen. Ja, wie hoch wollen sie denn ihren Kredit haben? Ja, genau. Hast das Geld gekriegt. Aber warst du nachher SZ 12, nach 8 Jahren, und bist hin und hast gesagt, ich möchte ein Haus finanzieren? Nein. Hä, warum nicht? Bin doch Soldat auf Zeit. Hm. Ja, nee, sie sind aber begrenzt. Ja, ja, ja. Jeder Maurer, jeder Dachdecker ist hingegangen. Der hätte morgen entlassen werden können. Der hat ein Haus finanziert bekommen. Du als zeitlich begrenzter Soldat, wo du sagst, ich habe aber noch 2-3 Jahre, hast du es nicht gekriegt. Mhm. Weißt du? Toll. Ja, ja. So, und das ist so die Sache gewesen, wo ich glaube ich heutzutage denke, im Westen bleiben, Berufssoldat werden. Ich bin froh, dass es heute alles so gelaufen ist, weil ja, die politische Situation heutzutage ist nicht gerade die Richtung, die so eingeschlagen ist, wie ich es mir hätte vorgestellt. Gerade mit den ganzen Auslandseinsätzen und so weiter und so fort. Aber was mir jetzt später mal eingefallen ist, welche Berufsrichtung ich auch gerne eingeschlagen hätte, wäre Landwirt gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Interessiert mich total. Tiere ohne Ende, Bauernhof, Felder und von morgens bis abends ackern und abends über den Hof. So, weißt du, so dieses, solange wie dein Auge reicht, das gehört alles mir. Nein, Quatsch, aber. Na, das weiß ich nicht. Hat mich so in den letzten 2-3 Jahren, hat mich das mal so beschäftigt, wo ich gedacht habe, von wegen, Mensch, das wäre so eine Sache, die würde mich, ich will kein Hochleistungssportler werden und so weiter und so fort. Ja, ja, das wär, dann ist sowas 1000-mal besser, weil das produktiv ist. Ja, aber das wäre so eine Sache gewesen, hätte mir das damals schon so, wäre mir das in den Sinn gekommen. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch egal, dass jemand ankommt und dir versucht, das schmackhaft zu machen. Das kannst du erst, Mensch, im Laufe des Lebens. Ich bin heute immer noch davon überzeugt, dass du mit 16 immer noch nicht entscheiden kannst, natürlich, was für dich das Beste ist. So ist es. Ist einfach so. Und deswegen du läufst entweder Geschichte mit dem Strom mit. Und bei uns war das damals so, dass alle wollten Koch lernen. Und dann sitzt du da und sagst dir, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Dir wird das ja überhaupt nicht schmackhaft gemacht. Es gibt in der Schule, man müsste in der 10. Klasse oder 9. Klasse, müsste man so ein Fach einrichten. Schon absurd, ne, dass einem der Beruf Koch nicht schmackhaft gemacht wird. Klingt komisch, hey, ist aber so. Schwede, ja. Aber warum gibt es kein Fach in der Schule zum Beispiel, wo du auf Berufsrichtungen... Doch, inzwischen gibt es das. Ja? Ja, BU. Ja, okay. Inzwischen. Ja? Aber wirklich ist das inzwischen eben erst. Das ist viel, viel zu spät. Aber ist diese Sparte wirklich breit? Ja, das weiß ich nicht. Oder sind es wieder bloß 2-3 Sachen? Bei der Bundeswehr sind sie alle gekommen, mach Bürokaufmann. Weil genau, wo du dann gesagt hast, ja, hat Provision dafür gekriegt. Es gab nur Handelsfachwirt, also erst Bürokaufmann und dann Handelsfachwirt. Ja, ja. So, und mir fehlt so ein bisschen dieses, du bist 16, du sollst dich jetzt entscheiden, welchen Beruf. Ich habe es bei meinem Uwe jetzt auch wieder mitgekriegt. Klar, der ist Sportler, allen drum und dran. Ich denke natürlich auch daran, ey, Fitness wäre geil. Er wollte hier Physiotherapeut machen. Da habe ich gedacht, ey, mach das. Das ist so eine geile Idee. Das ist toll. Das ist super. Ja, klar, jeder denkt im ersten Augenblick, das ist Frauenjob oder so. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Quatsch. Totaler Quatsch. Gebraucht und die Leute werden so gebraucht, so dermaßen. Ich habe das ja mit dem Daumen mitgekriegt, ne, so mit den Übungen und allem drum und dran. Und der sagte auch, Alter, du kannst, wenn du eigentlich genug Leute findest,
kannst du reich damit werden. Und ja, zwar richtig, weil es wird gesucht. Die Leute wollen ja wieder fit werden. Und es gibt so viele kaputte Leute, die nach einem Unfall oder wie auch immer sich wieder bewegen wollen. Und du hast nicht genug Leute, um die alle unterzukriegen. Und deswegen kommen dann so Wartezeiten auch. Mhm. Ne? So. Aber es wird keiner, ich bleib da jetzt gerade ein bisschen dran hängen, aber es bleibt keiner, keiner kommt da irgendwie mal so Informationen. Und das finde ich traurig. Ja. Es gab für mich damals auch andere Berufe wie Koch, aber alle werden wohl Koch. Ja, mal auch. So, und wenn die nicht alle noch zur Bundeswehr gegangen wären, hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal da freiwillig gemeldet. Wo wir gerade bei dem Thema aber sind, muss ich da einhaken, weil du gerade sagst mit Ost und West. Und das gilt auch für mich, diese Frage. Klar, Bundeswehr Westen, was weiß ich, wäre vielleicht besser gewesen aufgrund der Karriere. Insgesamt, wenn du aber dieses Umfeld so jetzt mitbekommst, und du kennst ja noch deine Heimat, nicht dein Zuhause, das jetzige, sondern die Heimat wirklich in Viereck, würdest du, ich kann das deswegen fragen, weil ich relativ häufig in meiner Heimat bin, würdest du, wenn du zurückreist, immer wieder in den Westen gehen und da dein Leben verbringen? Ja. Oh, das ging aber schnell. Weil ich es muss. Warum? Ich wollte damals ja da bleiben. Unabhängig von der Bundeswehr jetzt. Lass mal die Bundeswehr aus dem Spiel, sondern auch so. Ich meine, du kannst Kraftfahrer genauso im Osten machen. Ja, ist gehaltstechnisch damals. Ist das, also das war ja so eine Sache. Guck mal, ich bin ja meine Lehre Koch habe ich ja schon im Westen gemacht. Und da wollten sie mich ja auch schon in Rostock haben. Also ich hatte ja zum Glück, ich habe ja bloß 3 oder 4 Bewerbungen geschrieben und ich hatte ja nur Zusagen. Ja. Aber alle, wo ich Koch werden wollte, wollten mich dann umstimmen, dass ich Kellner mache. Ja gut, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ey. Genau, und da habe ich auch gesagt, will ich aber gar nicht. Ja. So. Und das Geld hat ja auch gelockt. Und das Geld war ja zu den damaligen Zeiten, und mittlerweile ist das ja so ein bisschen angeglichen. Ja. Aber zu den damaligen Zeitpunkt. Ist ja, das ja so ein Unterschied. Das ist das Bescheuerte an diesen Fragen. Weil das Geld zieht immer. Also was das angeht, ja, zieht natürlich. Das Geld ja damals zieht heute auch noch. Zieht heute auch ja, noch. Ja, aber das ist inzwischen ja auch so, klar, die Ossis verdienen immer noch weniger und der Lebensstandard ja, ist genauso hoch. Ja. Fahr mal nach Rostock, versucht da mal eine Wohnung zu kriegen. Ja, ja. Ist genauso schwer wie in Hamburg inzwischen. Genauso teuer, das ist alles Quatsch. So. Ja. Das heißt, warum verdienen die nicht genauso viel wie hier? Ja, verstehe ich auch nicht. Nichtsdestotrotz ist das ja damals anders gewesen. Wenn wir jetzt aber mal von der Zeit absehen, wenn du 18 bist, du stellst dir einfach vor, du bist 18, reist in der Zeit zurück und es wäre jetzt, würdest du dann, weil meine Frage, meine Antwort lautet klar, nein, ich würde in meiner Heimat bleiben. Weil jedes Mal, wenn wir zurückfahren nach MacPom und da Urlaub verbringen oder ein Wochenende, dann merke ich, wie sehr ich das da vermisse, weil es einfach anders ist, weißt du? Bei mir ist es mittlerweile, hat sich das ein bisschen gedreht. Natürlich kann ich mich an die Zeit erinnern, wo ich den Wechsel von Ost zu West gemacht habe. Ja. Ich habe ja Rotz und Wasser geheult, weil ich damals ja wirklich meine komplette Existenz auf Null gefahren habe. Ja. Und das ja nicht nur privat, was Haus und Hof und Job betrifft, sondern auch Freunde, Hobby, Fußball und so weiter. Und das war ja schon fast mehr Demut heulen und tralala, als wie überhaupt das andere. Weil damals ging ja meine damalige Freundin, also Familie sozusagen, ja mit. Aber Freunde zurückzulassen, ist immer scheiße. Ja. So, genau aus so anderen Gründen. Und wenn ich das heute so betrachte, wie enttäuscht ich doch war, wie sehr Freunde man da gehabt hat, die sich halt so rein gar nicht gemeldet haben. Obwohl man es selber 5 bis 10 Mal versucht hat. Und irgendwann dann einfach mal irgendwann wirklich aufgegeben hat, muss ich sagen, habe ich ja auch keinen Bezug mehr gehabt, da überhaupt drüber zu fahren. Wenn ich nicht öfter mit zu deinen Eltern fahren würde, wenn wir diese Videoabende machen, hätte ich zum Osten wahrscheinlich gar keinen Bezug mehr. Nein, aber das ist ja richtig. Aber die Geschichte ist ja dieses, stell dir vor, du reist zurück in die Vergangenheit und bist dann nochmal in dem Alter. So, würdest du das denn jetzt wenn in dem Moment, wo ich sage, ich vermisse das sehr, hätte ich gesagt, ja, ich hätte das nicht gemacht, so, weil ich dieses Aufgeben im Nachhinein immer wieder bedauere. So. Nichtsdestotrotz habe ich da ja noch genug Kumpels und Freunde. Aber insgesamt, glaube ich, wäre für mich so,
das Leben vielleicht nicht besser. Das stimmt, ist Quatsch. Besser bestimmt nicht, aber anders. Ja, so. Ich glaube, ich weil weiß, im Herzen was sind, du sagen sind willst. Wir halt Ossis. Wenn so. Ich den, wenn ich den Ansatz mit der Bundeswehr nicht hätte und diese Richtung wäre da drüben geblieben, wäre ich natürlich da geblieben. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute da alle unglücklich sind, weil sie weniger Geld verdienen. Nein, das nicht. Im Gegenteil. Um Gottes Willen. Man ist, wenn du die man Leute ja da fragst, in MacPom, sind die glücklicher als die Leute hier. Ich streiche gerade, und das fällt mir schwer, aber ich streiche gerade mal die Begründung, warum ich überhaupt weggegangen bin. Genau, das ist genau das. Ja, und das, das fällt einem schwer, das zu streichen, weil das ist ja notgedrungen gewesen. Ja, klar. Ne, so, aber wenn ich das jetzt mal wirklich wegnehme und mich ja eigentlich sehe, wie sehr ich gelitten habe, überhaupt da wegzugehen, glaube ich wirklich, dass ich da geblieben wäre, natürlich. Mhm. Aber existenzmäßig hatte ich keine Zukunft. Konntest du nichts machen, ne? Natürlich nicht. Das ist ja auch mein Grund gewesen. Ja, logisch. Genau. Ja. Aber ansonsten, na klar, du hattest ja alles da drüben. Und wie gesagt, das ist ja immer noch. Ich bin ja nur nächste Woche da, nächstes Wochenende. Ach was? Ich bin sehr gespannt, nach 10 Jahren Fußballturnier. Ach ja, stimmt. Hast du erzählt. Ja. Also, ich bin aber sehr gespannt, nach 10 Jahren die ganzen Leute zu sehen. Ja, toi, 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 dass das klappt. Ja. Ne? Also nicht irgendwie wie das heutige Unwetter, der Podcast in die Hose fällt. Ja. Oder wie Hose geht. Ja, ja, mit Sturm und Tornado. Wahnsinn, und, oder? Ja. Guck dir das mal an. Das ab geht 18 Uhr haben sie gesagt. Boah, das ging ab hier und immer noch. Natürlich. Ja. Ja. Das ist ein Greenscreen. Ja. Wenn wir hier einen Reißverschluss aufmachen würden, dann fliegt hier die Luzi weg. Ja. Fresse. Aber wie gesagt, es ist schon krass, dass man doch so ein, zwei Sachen immer ändern würde, ne? Also nicht streichen, vielleicht anders machen. Würdest du die gleichen Autos nochmal kaufen? In der Reihenfolge, die du die hast? Die gleichen Autos? Ja. Oh, nein! Oh, nein! Das ging auch schnell. Meine Güte, ja. Hier ist was los. Und ich werde dich wieder einholen und dann wirst du sagen, doch. Nein, mein allererstes Auto war ja total, ne, Bundeswehrführerschein gemacht, 17,5 und ich durfte als allererstes in meinem ganzen Kumpelkreis durfte ich mir ein Auto kaufen, weil ich den Führerschein schon hatte. Und jetzt sitzt du da in Rostock, weiß ich noch, und dann hast du die Wahl zwischen einem, und jetzt lachen wahrscheinlich alle, zwischen einem 190er Mercedes mit Sportgetriebe und so weiter und so fort, Leder, und einem Golf GTI 16V. Mhm. Meine Mutter schon so: Der Mercedes ist aber hübsch. Und ich so, ich will aber den. Ja, ja, klar. So, habe ich mir damals den Golf gekauft. Natürlich wusste ich nicht, dass ich zu Bundeswehrzeiten, ich muss es leider wieder erwähnen, aber so viele Lehrgänge hatte und so viel unterwegs war. Mhm. Das heißt, ich habe einen Kredit und jetzt komme ich wieder auf diesen, ich bin zur Sparkasse und bin an Schalter gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen am Schalter. Wirklich, an diesem Auszahlschalter, wo damals noch einer hinter der Glasscheibe hinter gesessen hat. Hinter dir eine Schlange, weißt du? Ja, so ungefähr. Und habe gesagt, ich hätte gerne einen Kredit für ein Auto, das kostet, ich weiß es nicht mehr, 15.000 D-Mark. D-Mark, ja, ja, klar. So, ja, dann bräuchte ich mal Ihren Ausweis. Und was sind Sie denn vom Beruf? Ja, ich bin Zeitsoldat. Ja, okay. Kommen Sie mal mit. Alter Schwede. Zack, und dann bin ich sofort, und ich konnte das Geld 2-3 Tage später abholen und bin mit dem ganzen Geld in der Brusttasche nach Rostock gefahren mit dem Zug am Wochenende und bin zum Autohändler und habe mir das Auto gekauft. Was ein geiles Gefühl, oder? Ja. Ja, das ist der Hammer. So, aber wie gesagt, viele Lehrgänge und ich hatte den Kredit damals auf 4 Jahre oder 5 Jahre zu laufen und das Auto war nach 2,5 Jahren breit. Ja. Die Kilometerlaufleistungen sind ja nicht mehr so wie heute. Du hast ja damals mit 200.000, da ist das Auto um die Ohren geflogen. Ja, na klar. So. Ja. Und ich war, wie gesagt, dann 2 Jahre auf Lehrgang und viel auf Lehrgang, ob nur Bremen von Osten oder Sonthofen unten in Bayern und jedes Wochenende gefahren und so. Es war auf nach der Hälfte der Zeit. So, also das würde ich ändern. Ich würde mir da wahrscheinlich dann Diesel coolen, wirklich, um Kilometer zu sparen, weil damals die Diesel ja dann auch wirklich schon Kilometer. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auch deutlich. Ein bisschen, ich glaube, langwieriger gehalten haben irgendwie. Ne? So, also dann wäre mir das nicht mehr so wichtig gewesen, wobei ich es auch genossen habe, mit dem Auto halt vorzufahren und kam der kleine Seifert wieder, weißt du, Nase nach oben durchs Dorf und. Ja, aber die Frage ist an der Stelle, wenn du jetzt zurückreist, du weißt das, wie es abgelaufen ist. Würde ich bist nicht. Wieder, würdest würde du nicht. Nein, nein. Weil es keinen Sinn gemacht hat, weil genau. Ich meine, weil es keinen Sinn gemacht hat. Genau, weil ich ja eigentlich nach 3 Jahren das Auto verballert habe ja. und musste mir ein neues holen. Das habe ich dann natürlich
da habe ich dann günstiges gekauft für 2.500 oder so, ein Fiat Uno, weiß ich noch. Und den habe ich geschrubbt, weil ich die Karre gehasst habe ohne Ende. Aber den hast du nicht tot gekriegt. Auch so eine Geschichte, wo man sagt, ey, Wahnsinn. Aber hätte ich mir sparen können. Beides. Deswegen sage ich heute, ich reise zurück. Ich würde den GTI stehen lassen und würde sagen, ich bin jetzt bald auf Leergänge ohne Ende. Ich brauche was, was lange hält. Ja, genau. Und das ist genau das Thema. Ja. So. Ja. Deswegen. Du? Ist bei mir anders, weil ich war eben nicht so. Ich konnte mir den Scheiß halt nicht leisten. Aha. Du konntest dir das leisten, du warst Berufssoldat. Bei mir war es. Zeitsoldat, Entschuldigung. Bei mir war es Student. Und Student kann sich kein Schwein leisten. Irgendwas. So. Und ich hatte einen VW Polo. Wirklich so ein kleines Scheißding, ne? Und damit habe ich ganz viel Mist erlebt. Insgesamt zu viel Mist. Zu viel Mist, was Unfall angeht. Möglicher Unfall oder kurz vorm Unfall. Ja. So, dass ich wirklich immer, also wirklich sehr, sehr häufig den Tod vor der Schippe gesprungen bin oder wie auch immer das heißt. Also auch mit total voll und Autofahren und was weiß ich. Das hat mit dem Polo nichts zu tun. Nur der Polo hatte am Ende 40 PS. Überleg dir das mal. Das ist ein besseres Fahrrad. Mehr ist das nicht. So. Ja. Und trotzdem war es ein Spaßmobil. Ja. So. Und es in dem Moment denkst du ja, wenn du da einsteigst, irgendwann, wenn du das geschafft hast und du hast einen Job, dann kaufst du dir das Auto, von dem du immer geträumt hast, was ja dann irgendwann der Volvo war. Ich glaube, ich würde das nicht anders machen. Also meine Autoreihenfolge war genauso richtig. Hm. So. Ich will mich gar nicht beschweren. Also ich glaube, damals den GTI gefahren, was ja damals ein Golf 2 war. Ich habe danach einen Honda CRX gefahren. Das war ja auch so ein 16V. Aber überleg, aber das sind ja ganz andere Autos. Ich habe immer diese Feuerkarren gefahren. Genau. Ich habe mir damals den Alpha geholt. Das war dann so das erste Auto, was eine 3-Liter-Maschine war und über 200 PS hatte. Das passt aber auch in die Riege, ne? So, also. Ja. Aber das ist wahrscheinlich dann immer so dieses, es zieht sich ja. Ich hab ja nie ein Auto gefahren. Ich fange jetzt an, zu überlegen, zu sagen, ist das notwendig? Aber, und jetzt muss ich dir was sagen, wo ich sage, ich glaube, das ist eine Art Persönlichkeit, die du in dir trägst, die du nicht ändern kannst. Das kann sein. Ich habe kopfmäßig öfter so, ich muss den Audi da nicht zu stehen haben. Warum? Ja. Ich fahre 2 Kilometer bis zum LKW und die paar Kilometer, die ich manchmal mehr fahre, weil ich zu den Eltern fahre oder wo auch immer hin, die kannst du auch mit einem normalen, ich sage jetzt mal normalen Auto fahren, weißt du, aber so dieses, musst du nicht. So, und jetzt kommt Tag X und der Tag X wird kommen, wo ich wieder ein neues Auto brauche und dann stehst du wieder da und sagst dir, naja, weißt du? Ja. So, und ich möchte nicht wissen, wenn du jetzt zum Beispiel für Uwe keinen Unterhalt zahlen müsstest und so weiter und so fort. Kannst du dir sowas auch leisten? Was könnte ich mir da jetzt hinstellen? Ja. Aber das Gute ist, dass ich mir sage, nee, du musst jetzt nicht das Ganze wieder rauskloppen an so einem Auto, was du dann irgendwo, aufpassen musst, dass da keine Schramme dran ist. Weil ich auch schon so, mittlerweile ist das Auto, was ich jetzt ja halt fahre, in einem Alter, wo ich sage, Schramme. Also ich habe noch keine, um Gottes Willen, aber so, wenn du viel Geld dafür bezahlst, dann tut das und weh. Und du haust da, wollte gerade sagen, dann sitzt du da und was hast du früher, das Auto geputzt? Das interessiert mich heute gar nicht mehr. Deswegen, das ist der springende Punkt. So, und also es wird dann so Nebensache. Ja. So, und ich glaube, das trägt man tief in sich. Ich habe so die Befürchtung. Da sagst du was, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das überhaupt. Das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht, dass du genau so denkst. Weil dass man sowas in sich trägt. Weil ich glaube es auch. Ja. Ich glaube es auch. Entweder dieses Pragmatische, was ja heißt im Endeffekt, dass du einfach nur wirtschaftlich oder einfach nur praktisch denkst. So, ich will ein Fahrzeug von A nach B, fertig ist. So. Und oder du sagst, das sind die Karren, das ist genau das. Ich will richtig, und das ist ja gar nicht böse, wenn ich schon Geld ausgebe, dann will ich auch genau so eine geile Karre, wie ich mir immer vorgestellt habe. Und das sind ja die Fahrzeuge gewesen, die du gekauft hast. Das ist ja genau das. Ja, das so. Sowieso, klar. Ne? Natürlich also, auch immer schon mal im Rahmen. Hand, ne? Natürlich. Im Rahmen deines finanziellen Möglichkeiten. Ja, du hast ja kein Porsche gekauft, aber nichtsdestotrotz, so, klar. So, und natürlich sitze ich da und sage mir von wegen, Mensch, kaufe ich günstiger, habe ich das andere Geld, habe ich dann mehr. So, weißt du? Richtig. Ne, bezahle ich nicht 300 Euro abstottern, sondern bloß 150, weil das Auto halt kleiner ist. Und die 150 habe ich für was anderes. Naja. Aber ich glaube immer, wenn der Zeitraum ran ist, und dann sagst du dir dann auch immer, jetzt doch wieder irgendwie, nee.
so gesehen werden, weißt du? Ja, das war total rum. Aber das ja, ist aber, nicht aber falsch, das hast du ja mit 20 gedacht. Ja, ja, ja. Gesehen mit 20 werden. Ja, natürlich. Ein Quatsch, ne? Ein total, also wirklich, wirklich, du kannst ja sagen, was du willst. Die Jugend denkt, glaube ich heute, ich weiß es nicht, aber die Jugend denkt heute doch eigentlich auch genauso, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste das jetzt nicht mal. Also mein von Uwe meinem ist zum Beispiel noch nicht in dem Alter. Mein Fragen Uwe könnte. Hat ja inzwischen 2 Jahre Führerschein. Achso, ich habe gerade gedacht, mein Uwe hat ja inzwischen 2 Autos. Und er fährt die alte Möhre von seiner Mutter. Ja. So ein VW Touran, was wirklich das hässlichste Auto auf Erden ist und auch so eine Familienkarre. Ja. Aber er fährt das Ding gern, weil er die praktische Seite davon erkennt, weil er 4 Kumpels bequem mitnehmen kann, ja. Wenn er irgendwo hinfährt zu einer Party, Hansa Rostock spielt, was weiß ich. So. Mhm. Natürlich ist das hässlich, das Auto. Aber jetzt erkennt er, das ist praktisch. Den Wert. Ich glaube aber trotzdem, dass es innerlich ihn genauso juckt, dass er mal ein richtig geiles Ding fahren will. Das ist ja logisch. Ich meine, dafür lebst du ja auch nur einmal. Das wollten wir da alle. Weißt die du, Sache ist ja dann immer, wie lange nutzt du das noch, um 4, 5 Mann mitzunehmen? Ja, richtig. Das, ja? Genau. Und ich glaube, das ist nämlich die Erfahrung, die du mitbringst, wenn du wieder zurückreist, dass du siehst, die nächsten 3, 4 Jahre mache ich das und das, dann brauche ich das Auto. Und danach mache ich das und das. Das ist der Vorteil. Und das, genau. Und das ist eben das. Das Schöne daran ist aber, dass man nicht zurückreisen kann, sondern dass du an den Sachen, die du tätigst, reifst. Ja. Und dann später sagen kannst, hättest du es mal anders gemacht. Richtig, weil in die Zukunft können wir auch nicht kommen. Das ist so. Genau. Ich habe eine letzte Frage, weil es blummt schon wieder. Ja. Würdest du, wenn du zurückreisen würdest, dich nochmal für Holsten entscheiden? Ja. Oh, das ging auch schnell. Was ist denn los mit dir heute? Ich. Das ist krass. Bin ausgeschlafen. Nein. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Warum Holsten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nur groß geworden, wo sich meine Eltern selbstständig gemacht haben. Erst mit Immobilien und dann ja gaststättentechnisch. Mhm. Und Bundeswehr bist du ja auch viel auf Lehrgänge und abends auch mal in der Kaserne, wo es feiern. Und ich habe ja nun eine ganze Menge Bier auch kennengelernt. Der Sportverein wird gesponsert von einer bestimmten Sorte, diese 10:1 Aktion. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber na so. Also du hast angefangen irgendwo, ich glaube, mit Lübser, du hast dann weitergemacht mit Radeberger, Krombacher, wie die ganzen Sorten so alle heißen. Richtig. So, nebenbei hast du mal Sternburg probiert, du hast mal, ich glaube, was ich nie probiert habe, ist Oettinger. Doch, ich glaube, das habe ich auch schon mal getrunken, aber wenn, dann höchstens eine Flasche. Und wie hieß das andere? Es gibt so viele, keine Ahnung. Ist wurscht. Auf jeden Fall bin ich irgendwann... Ich glaube einfach, ich habe mit Uwe eine ganze lange Zeit Holsten Edel getrunken, die kleinen Flaschen. Ach, diese roten. Ja, gelb, ne? Gelb-rot? Gelb-rot, ja, ja. Aber das sah immer so versoffen aus. Ja, das weil das sind ja Wessi-Biere, ne? Da hast ja hier so die Hälfte, da hast du einmal, gerade wenn du, zack, Flasche alle. Hä? Das ist, ich würde in Köln, ist doch Köln, ne? Mit den Köpis. Ja, ja. Ich würde verdursten. Oder ich bräuchte 20. Nee, Köpi ist nicht Kölsch. Kölsch. Aber ich weiß, diese 0,2er. Diese, ja. Erstmal brichst du die Nase. Du kommst mit der Nase gar nicht ins Glas. Du kannst es gar nicht richtig ansetzen, damit du das trinken kannst. Und dann sagen die sich ein Bier, wo ich sage, nee. Mann, wir haben wieder 10 Bier gesoffen. Ja. Ja. Echt? Echt? Das ist ja, das sind 4 bei uns. 4? 2? Keine Ahnung, wenn du es zusammenkippen würdest. Genau. Das ist so wie Reste und zusammenkippen. Ja, das, aber das ist auch schade. Das ist so, wie wir damals hier angefangen haben, 0,5er zu trinken und alle anderen hier, Wessis, die dann da gesessen haben, oh, das schaffe ich aber nicht. Wir hatten schon 2 weg, da haben die Hälfte der Flasche gehabt. Ja, ja. Das schmeckte schon gar nicht mehr, war total schal. Ja, ja. Und dann so kamen sie alle mit 0,3. Also, ja. Aber so hat sich das irgendwie auf das und schmeckt. Ich trinke auch Jewe, aber Jewe ist mir zum Beispiel ein Ticken zu herb. Ist es. Ist, also ist wirklich herber. Doch, doch. Ja. Das stimmt. So, und andere Sachen wie Lübser, Krombacher, trinke ich auch. Aber die sind mir zu leicht. Hm. Und warm geht sowieso nicht. Nee. Deswegen haben wir auch die Feuertonne. Ja. Und du? Wie bist du eigentlich zu Jewe gekommen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber ich habe früher alles Mögliche ausprobiert. Kennst du Petermännchen zum Beispiel? Ja. Und so weiter. Also alles was man so durchprobiert, was auf irgendwelchen Partys rumgeht, keine Ahnung was. Bei Frauen, ne? Bei Frauen, gut ankommt.
Nein, aber tatsächlich. Und dazu, also zu Jever bin ich wirklich über meinen Vater gekommen, weil der gerne Jever getrunken hat. Der Vater. Und dann habe ich zu Hause auch dann mein Feierabendbier gesoffen. Das ist ja manchmal ist so. Dann einfach so mit dem Strom. So ist es. Und dann, das Problem an Jever ist ja, wenn du dich daran gewöhnst und täglich dein Jever trinkst, dann schmeckt alles andere einfach nur noch nach Wasser. Weil das eben so herb ist. Das stimmt. Ist das Problem. Das stimmt allerdings. Deswegen sagt man ja auf einer Party, du darfst nicht, wenn es Jever gibt und Holzen, dass du mit Jever anfängst, wenn du beides trinken willst. Das ist ja Quatsch. So, dann fängt man mit dem leichteren so an. Ist ein scheiß Vergleich. Keine Ahnung. Wobei es an sich das Positive an der Sache ist, von wegen, du kannst nicht noch, also wenn du das schon als krass bezeichnest und du trinkst dann nach Holzen, kannst nicht noch krasser werden. Auch wieder wahr. Ja, naja. Dann trinkst du das Holzen danach und sagst dir, okay, ist etwas leichter. Geht so, auch, ne? Geht auch. Zum Nachtrinken. Genau. Okay. Ja, es blunkt. Ich würde sagen, Bonifaz. Oh ja. Aber erstmal Tschüss sagen. Sagen wir Tschüss? Ja. Na, dann kann ich schon mal nach Hause. Ich höre mir den zu Hause an. Alles klar. Also. Tschö. Mit Auf der Reise in Italien, längs dem schönen blauen Meer, langweilt sich der arme Bonnie, denn ein Mann hat es dort schwer. Für die Frau gibt's Papagalli, dutzendweis an jedem Eck. Mamma mia, die Galline, die Putante, die sind weg. Dank Christine Demokratia steht der arme Pony da, spritzt per Hand den kalten Bauern in die warme Adria. Moral: Wer Italienerin schätzt, sucht in Italien sie zuletzt.